Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, heute mit den Wolfenstein The New Order Unboxing. Komischerweise musste das Spiel ja am 20. rauskommen offiziell, aber bei X-Games war das ja schon vorher erhältlich. Also habe ich heute den Anruf bekommen und habe das schöne Stück von der Spiel, sag ich mal, hier bei mir zu Hause jetzt. Und das werden wir jetzt zusammen mal unter die Lupe nehmen. So, dann wollen wir mal gucken direkt. So, Wolfenstein The New Order, so sieht das dann quasi aus. Frontcover und hier ist das Backcover. Also, wir schreiben das Jahr 1960. Das Regime hat den Krieg gewonnen und Blaskowicz muss das Unmögliche wagen und zum Gegenschlag gegen das faschistische Regime ausholen, das die Welt untergeworfen hat. Wer mit das Regime gemeint ist, wird bestimmt jeder von euch kennen, der Wolfenstein schon mal gespielt hat. Wer es nicht weiß, dem würde ich jetzt empfehlen, am besten googeln zu gehen, weil ich das Wort nicht erwähnen möchte. So, dann machen wir jetzt das Spiel mal auf. Hoffentlich kriege ich das diesmal besser hin. Letztes Mal bei den anderen Spiel Bomb of Flame, was ich ja Unboxing gemacht habe, war das ein bisschen kompliziert. Mal schauen heute. Ich merke schon, ich muss... Ja, das ist so scheiße. Kleiner Augenblick. So. Jawohl. Da haben wir's. Machen wir mal auf. Zack. Und da haben wir die Blu-ray-Disc. Wolfenstein für die PS4. Und hier haben wir mal schauen, ob da jetzt wieder Codes dran sind. Muss ich mal gucken. Ja, da ist ein Code. Aber den zeigen wir natürlich nicht. Da gab es einmal hier das hier für das PlayStation Code Network. Das ist ein Gutscheincode. Müssen wir dann mal gucken, was es ist. Und dann haben wir hier einen dicken, fetten Manual. Handbuch. Gucken wir. Ja, da sagen die uns nur die Steuerung. Und das war's auch schon. Ne? Naja, es überrascht uns aber allerdings nicht. Ja, das ist eigentlich schon, was alles drin war. Mal schauen, was es hier mit diesen... das ist hier, wie ihr sehen könnt. Moment mal, ich versuche das mal hier zu... Okay. Es ist das die Beta von Doom. So erhält man Zugang zur Doom-Beta. Bla, 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 bla. Okay, Doom ist anscheinend ein Spiel, das jetzt auch bald rauskommen wird. Irgendwann, keine Ahnung. Doom kennt aber auch bestimmt schon jeder. Ich muss sagen, Wolfenstein habe ich noch nie gespielt. Also ich bin ein kompletter Newcomer in so ein Spiel. Aber ich habe ein paar Gameplay-Szenen gesehen von den Entwicklern. Das hat mich sehr gefallen. Und ich kann es kaum erwarten, jetzt zu spielen. Es werden natürlich auch Gameplays-Video hochkommen, aber natürlich nicht vor den 20. Und da ganz wichtig, was steht da ganz klein? Zeig das doch mal richtig. Ja, der will das nicht richtig zeigen. Auf jeden Fall, da steht, Gewalt ist in der deutschen Version nicht geschnitten. Ja, also das ist schon mal gut. Uncut ist es natürlich, aber natürlich, es werden Zeichen geben, die bei der US-Version leider dabei sind. Hier in Deutschland nicht, weil es verboten ist. Aber das wird natürlich das Spielspaß nicht zerstören, sag ich mal so. Alles klar, liebe Freunde, dann bewertet mal das Video und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir ein paar Gameplays hochladen werden, hier bei Luparu TV. Bis denn. Ciao, ciao.